Die Turmschwenkmontage. Scharfschützen und ihre Werkzeuge. Liebe Interessenten, liebe Sammler, liebe Freunde, heute darf ich Sie wieder recht herzlich zu meinem neuen Video begrüßen. Mein Name ist Volker Dänemark. Ich stelle euch die Scharfschützengewehre des Ersten und Zweiten Weltkrieges vor. Heute machen wir weiter mit der Schwenkmontage. Es geht heute um die niedrige Turmschwenkmontage. Ein K98K mit einer niedrigen Turmschwenkmontage liegt mir hier vor. In dieser niedrigen Turmschwenkmontage ist ein Ajak 4x90 Glas eingebaut. Es gab zwei. Es gab einmal die niedrige Turmschwenkmontage oder auch flache Turmschwenkmontage genannt und dann nochmal die hohe Turmschwenkmontage. Heute, wie gesagt, beginnen wir mit der niedrigen Turmschwenkmontage. Eine Firma, die baute nach oben, das heißt auf das Gewehr, das war die Firma Mauser. Und eine Firma baute seitlich mit den kurzen Seitenmontagen und den langen Seitenmontagen, das war die Firma Weihrauch. Hier haben wir jetzt eine Entwicklung der Firma Mauser. Diese Turmschwenkmontagen zeichnen sich aus mit einer äußersten Robustheit. Sie waren sehr, sehr schussfest, da diese Zielfernrohre in diesen Ringen eingelötet wurden. Und es ist ein sehr, sehr guter Halt und Präzision durch diese Entwicklung. Bei diesem Gewehr kann ich es auch gut zeigen, wie diese Turmschwenkmontage von dem Schützen, wie gesagt, aufgebracht wurde. Ich nehme das Gewehr mal. Ich habe das hier schon vorbereitet. Also es Zielfernrohr mit der Montage ist jetzt nicht ganz in der Richtung der Laufsäle, aus dem Grund, diese Montage ist so genau und so fest, ich bekomme die hier so im Video nicht so einfach von dem Gewehr weg, deswegen habe ich das jetzt schon mal vorbereitet. Ich kann also hier mit einem Hebel, der hier auf der Seite ist, so dass ihr es genau sehen könnt, hier habe ich einen Feststellhebel. In 5 Rasterschritten befestigen. Habe hier noch mal einen kleinen, kann man jetzt hier nicht sehen, man kann nicht sehen, hier ist ein kleiner Hohlstift, der die Arretierung für diesen Feststellhebel ist. So, ich habe das jetzt wie gesagt vorbereitet. Bei dieser Turmschwenkmontage wird dieses Zielfernrohr einfach, ihr seht, wie fest das hier ist, einfach 90 Grad zur Laufsäle des Gewehres geschwenkt und dann kann ich dieses Zielfernrohr nach oben abnehmen und habe hier jetzt die beiden Montagesockel, einmal auf der Hülsenkopf und hier der Hülsenbrücke sind die Untermontagen angebracht, die sind fest gelötet und zusätzlich festgeschraubt. Hier kann man das an der Seite sehen, die Schraube. So. Zu diesem Zielfernrohr an sich zu sagen, also wie gesagt, hier haben wir ein Ajak 4x90. Typisch für die niedrige Turmschwenkmontage ist beim Blick von unten am vorderen und zwar sogenannten Pivonzapfen, so nennt sich der, haben wir 4 Schrauben. Das ist typisch für die niedrige Turmschwenkmontage. Und der hintere Montagesockel ist ein T-förmiges Prisma, das beim nach hinten schwenken, ihr habt es eben gesehen, ich habe es rausgeschwenkt, nach hinten greift es in den unteren Montagesockel auf der Hülsenbrücke ein und wird somit festgezogen und dann nochmal mit dem Feststellhebelchen, das sich hier befindet, nochmal fest in die Montage eingedrückt. Hier kann man jetzt diesen kleinen, was ich eben gesagt habe, diesen kleinen Hohlstift sehen. Das ist praktisch die Arretierung für diesen Hebel, dass man den nicht zu weit dreht. Der liegt dann hier an und somit kann ich ihn nicht mehr weiter drehen. Bei diesem Ajak-Glas haben wir die Höhenverstellung auf der Höhenverstellscheibe 1 bis 8. Wie gesagt, ein Ajak-Glas. Was ganz typisch für die Turmmontagen ist, es wurde im vorderen Bereich an diesem Montagering wurde die Nummer des Gewehres eingeschlagen. Somit konnte dieses Gesteck nicht verwechselt werden. Also hier wurde die Gewehrnummer eingeschlagen. Nur dieses
Gesteck passte praktisch auf diese Untermontagen. Ganz wichtig. Hier haben wir bei dem Zielfangrohr nochmal eine Lederschutzkappe, um das Zielfangrohr zu schützen, und eine sogenannte Streulichtblende aus Gummi für das Okular. Das ist also das Zielfernrohr mit der niedrigen Turmschwenkmontage. Ein Modell der Firma Ajak. Ich würde das jetzt hier nochmal auf das Gewehr, oder nein, machen wir nicht. Ich zeige euch nochmal die Untermontage. Also bei der Untermontage hier ist komplett eine Nut eingefräst innen, und in diese Nut greift am Pivotzapfen eine eingebrachte Feder, Blattfeder, greift dann in diese Nut, um beim Drehen diese oder beim Schwenken des Zielfernrohrs zur Laufseelenachse hin, greift diese Blattfeder in diese Nut. Eine extreme Festigkeit. Diese Gewehre wurden ausgegeben, wo es sich um extrem schwierige Bedingungen handelt, wie zum Beispiel der Kampf im Osten. Diese niedrige oder flache Turmschwenkmontage wurde nachweislich ausgegeben von 1939 bis 1940. Und zwar die ersten ausgelieferten Zielfernrohre oder Turmschwenkmontagen handelt es sich um das sogenannte Ziel 4 oder auch ZF39. Dieses hier ist jetzt mit einem Fokus, also hier kann ich die Schärfe mit dem oberen Rad hier verstellen. Dieses Zielfernrohr gab es auch mit einem Fixfokus. Dieses Zielfernrohr hat hier auch nochmal einen WAA-Abnahmestempel, ein Originalzielfernrohr aus dieser Zeit. Und mit diesem Zielfernrohr und der niedrigen Turmschwenkmontage wurden Behälter verwandt, die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Hier. Dieser Behälter wurde anfangs mit diesem Zielfernrohr ausgegeben. Das ist ein lederbespannter Behälter. Hier haben wir noch eine Regimentsnummer drauf. Dieser Behälter ist auch genau der im Robert Spielauer Buch abgebildet ist. Dieser Behälter, wie gesagt, wurde zu diesem Zielfernrohr ausgegeben. Dieses Zielfernrohr mit der niedrigen Turmschwenkmontage steckte hier in diesem Behälter. Dann zu einem oder zu späteren Zeitpunkt hat man dann zu dieser Turmmontage diesen Blechbehälter ausgegeben, den ich auch schon mal vorgestellt hatte. Das ist der Nachfolger von diesem eben gezeigten Behälter, der mit Leder bespannt war, der frühe. Hier haben wir einen originalen Behälter. Wie schon gesagt, man greift nicht hier an diesem Gurtmaterial, sondern ich ziehe hier an dem Metall und schreiße es ab. Hier kann ich diesen Behälter öffnen, und hier war ein Zielfernrohr mit dieser Turmmontage drin. Das nochmal am Rande. Das wurde ausgeliefert mit diesem Gewehr. Und dann zum späteren Zeitpunkt wurde auch immer noch mal das Ziel 4 und auch verschiedene andere Hersteller, Zielfernrohrhersteller, wurden dort mit hinzugezogen. Also hier haben wir noch ein Ziel 4 mit einer anderen Seriennummer. Dieses Ziel 4 ist aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, also Mitte bis spät. Das kann man auch nochmal anhand der Seriennummer, die hier im 75.000er Bereich liegt, sehen. Und auch der Josef Allerberger, über den ich im letzten Video gesprochen hatte, sowie auch der Matthäus Hetzenauer, hatten genau dieses Gewehr mit einer solchen Turmschwenkmontage und einem Sechsfach-Zielfernrohr. Also ein solches Zielfernrohr war auf diesen Gewehren. Hier haben wir ein sogenanntes Ziel 6 mit einer sechsfachen Vergrößerung. Das nutzten damals die beiden Scharfschützen in ihrem Auftrag an der Ostfront. Hier habe ich nochmal auch ein Ajak-Zielfernrohr auf einer niedrigen Turmschwenkmontage.
kann man wiederum auch noch mal sehen hier die vier Schrauben, typisch für die niedrige Turmschwenkmontage. Also im Vergleich zur hohen Turmschwenkmontage ging es nur darum, hier diese Ausfräsung im Montagesockel vorne war etwas tiefer und der Unterschied war genau 6,35 mm. Die hohe Turmschwenkmontage war 6,35 mm höher wie die niedrige oder flache Turmschwenkmontage. Es gibt keine genauen Berichte, warum es zu diesen zwei Gestecken kam, also einmal niedrig, flach und einmal hoch. Ich konnte anhand meiner Literatur auch nichts mehr weiter finden darüber. Hier zeige ich euch nochmal, weil wir hier ganz klar nochmal die Gewehrnummer sehen, die hier eingeschlagen worden ist. Somit konnte dieses Zielfernrohr mit diesem Gesteck nicht verwechselt werden. Hier steht jetzt die Gewehrnummer dieses Gewehrs drauf, wo dieses Zielfernrohr mit der Montage drauf war. Also hier nochmal ein Ajak, gleiche ever. Das heißt, hier haben wir nochmal die Höhenverstellscheibe 1 bis 8. Das war jetzt die Turmschwenkmontage. Und solltet ihr diesbezüglich nochmal Fragen haben, das heißt konkret zu dieser niedrigen Turmschwenkmontage, zu einem solchen Gewehr, dann bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Ein wichtiges Ereignis, weil es mich zu diesen Scharfschützengewehren und diesem Thema hingeführt hatte. Und zwar darf ich euch mal zeigen, das ist mein erstes Scharfschützengewehr, das ich damals bekommen hatte, erwerben konnte. Ich habe an diesem Gewehr noch die ganze Historie dran. Also dieses Gewehr ist ein Scharfschützengewehr K98K. Es ist hier auf diesem Gewehr sogar ein SS-Abnahmestempel. Es ist vermutlich von den Stempeln, die man erkennen kann, ein BÜV Mauser-Oberndorf, eine späte Fertigung von etwa 1944. WAA-Abnahmestempel sind drauf, die hat die hohe Schaftkappe, typisch für die Zeiten, auch die Blechprägeteile, was ich schon mal erklärt habe. Also am Ende des Krieges ging es hier um Blechprägeteile. Und dieses Gewehr war ein, wirklich ein Fundstück. Und zwar wurde es in einer Scheune gefunden in Homburg am Glan. Dieses Gewehr kam genau so zu mir. Hier ist jetzt auf dieser Turmmontage ein Dialitan viermal und eine sehr ungewöhnliche Streulichtblende, eine gerade mit dem Wulst, auch aus der Zeit tatsächlich, was man vielleicht noch bemerken kann, also bei diesen Turmmontagen wurde oft, vor allem bei der niedrigen, wurden die Sicherungen abgefräst, abgeschliffen, dass man die besser betätigen konnte. Die war sehr nah an Zielfernrohr und somit konnte man sie besser umlegen. Es gab aber auch noch speziell hergestellte, speziell nochmal für diese Montagen. Die wurden dann ausgeliefert, also im Vorfeld schon dran gebaut. Genau. Also hier haben wir mein allererstes Scharfschützengewehr noch mit dem Originalriemen dran. Wie gesagt, Blechprägeteil, auf das war ich oder bin ich immer noch ganz besonders stolz, weil es mich in diese Richtung Scharfschützen und ihre Werkzeuge gebracht hat. Wiederum, wenn ihr nochmal Fragen habt, auch zu diesem Gewehr, gerne unten in die Kommentare. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Unboxing. Das heißt, es wurde nochmal ein Paket geschickt und das möchte ich gemeinsam mit euch öffnen. Ist jetzt schon etwas her, aber es kommt immer wieder was und da freue ich mich sehr darüber. Ich blende euch noch mal meine Telefonnummer und auch meine E-Mail-Adresse in eigener Sache ein. Wenn ihr in der Richtung irgendwas habt, wendet euch gerne an mich. Es gibt immer mehr Anfragen bezüglich dieses Themas, Exponate, die irgendjemand besitzt. Gerne gebe ich euch Auskunft und wenn ihr mir irgendwas schicken wollt, wie gesagt, wir telefonieren oder wir schreiben uns eine E-Mail und dann reden wir darüber und ich freue mich für jedes Stück. Also hier nochmal
ein Paket. Allseits mittlerweile bekannt, ein ZF41 Behälter, und zwar ein grüner. Und zwar ein grüner Frühbehälter. Hier sieht man am Gurtmaterial, hier hat irgendjemand rumgebastelt. Also das ist hier auf keinen Fall mehr original. Hier sind Nieten eingeschlagen, das gab es so nie. Also wiederum sollte man, und das ist mein Appell an alle, lasst einfach, ich muss mich leider so ausdrücken, die Finger von den alten originalen Teilen. Ihr könnt, hier ist es nicht ganz so schlimm, das könnte man austauschen, aber ihr könnt nur mehr kaputt machen wie ganz. Also wenn, dann muss da ein Profi ran. Und hier sieht man auch, es wurden diese Behälter auch manchmal nochmal aus irgendwo anders wiederverwandt nach dem Krieg, warum es auch immer so ist. Hier wurde dieses Gurtmaterial, wo es eingehangen wurde ins Koppel, wurde hier abgetrennt, leider. Ist also fehlt hier. Hier ist normalerweise, das kennt ihr, dieses Gurtmaterial, wo hier dann eingehangen wird. Genau. Aber interessant ist hier, auf diesem Blechbehälter steht eine Nummer. Und dann schauen wir jetzt mal in die Innenseite. Es ist natürlich ein Zielfernrohr drin. Ja. Und zwar ZF41. Und zwar ein CXN. Und tatsächlich, das macht wiederum das Ganze hier nochmal besonders, haben wir die Nummer eingeschlagen, die 5737O. Vergleichen. Genau, da ist natürlich ein Treffer. Also hier haben wir ein nummerngleiches Paar. Der Behälter sowie auch das Zielfernrohr, die Montage, ist nummerngleich. Nochmal äußerst selten. Klasse. Wir haben hier auf diesem Zielfernrohr auch die beiden Regenrohre. Das kleine, hintere und das vordere. Es ist in sehr gutem Zustand. Typisch nochmal hier der Stempel K98K ZF41. Dieser Seite. Genau. Schauen wir mal ins Durchblick. Sogar das Absehen ist noch ganz klar erkennbar und eine relativ gute Durchsicht, soweit ich das hier im Keller erkennen kann. Also, herrlich. Ungewöhnlich auch wieder ist, dass im Behälter dieses Regenrohr, das kleine, noch aufgesteckt war. Das wird normalerweise oben, wie ich das schon mal gesagt habe, in diese kleine Klappe gelegt. Ja, jetzt kommen wir schon nochmal in einen Bereich. Und zwar jetzt kann ich euch, und ihr wisst, ich versuche euch immer Originalstücke zu präsentieren. Hier ist in diesem kleinen Behälter, wo die kleine Klappe drin ist, nochmal das Original-Clarinol-Tuch drin. So wie es ausgeliefert worden ist. Hier ist Staub noch. Hier ist also das Original-Clarinol-Tuch, wie es so damals ausgegeben worden ist zum Reinigen des Zielfernrohrs, der Linsen. Fantastisch. Als Original nochmal hier mit drin. Das ist zum ersten Mal. Ich habe schon viele bekommen, aber dass das Originaltuch noch drin ist, ist natürlich spitzenmäßig. Oh. Nicht gesehen, weil schwarz ist. Und zwar hier ist sogar noch der originale Reinigungspinsel drin, in einem sehr guten Zustand. Also hier, dieses ist der Original-Reinigungspinsel für dieses Zielfernrohr, für das ZF41, ist hier äußerst selten, zum ersten Mal bei mir nochmal in diesem dafür extra gemachten Röhrchen hier in der Innenseite. Hier wird er eingesteckt. Ich konnte ihn eben im Dunkeln hier von oben nicht erkennen. Also fantastisch. Hier ist der Original Reinigungspinsel mit drin, das Original Clarinol Tuch. Also in dieser
Kombination zu finden, ist richtig selten. Klasse, freue ich mich sehr. Danke dem Versender. So, fertig mit dem Unboxing. Hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal, ich bin immer ganz aufgeregt, wenn irgendein Paket kommt, das ich dann gemeinsam mit euch öffnen darf und euch dann nochmal die Exponate zeigen, die hier ankommen. Ja, jetzt in einer, oder ist es mir ein Anliegen? Ihr seht es hier bei mir im Hintergrund. Ich habe es so extra hierhin gehangen. Es geht um einen Tipp. Ich wollte hier in meinem Video darauf hinweisen, auf eine Militaria-Börse. Das Forum Historicum findet statt am 9. bis 11. März diesen Jahres, donnerstags von 12 bis 17 Uhr. Mit VIP-Ticket, Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 15 Uhr. Diese Börse kann ich nur wärmstens empfehlen. Es wird ausgerichtet vom Geschichtsverein Siershahn e.V., findet statt in 56442 Wilges bei Koblenz im Bürgerhaus Theodor-Heuss-Ring 2. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr nochmal genau Informationen oder Daten braucht, könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben. Also wer Sammler ist, wer Interessent ist, wer mit der Sammlung beginnen will, wer seine Sammlung vervollständigen will, hier findet ihr wirklich seriöse Händler. Hier geht es um kulturhistorische Dinge, die hier angeboten werden. Wie gesagt, Veranstalter ist der Geschichtsverein Siershahn, der liebe Herr Christoph Schäfer. Christoph, an dich einen schönen Gruß. Er hat mir gestattet, die Werbung oder diese Börse hier vorstellen zu dürfen. Wenn ihr Exponate haben solltet, ihr seid in der Nähe, kommt vorbei. Hier bekommt ihr Fachwissen. Hier kann sich der ein oder andere auch nochmal eure Exponate anschauen. Wenn ihr auch diese Exponate im Wert einschätzen lassen wollt oder auch veräußern wollt, gerne kommt einfach vorbei. Hier ist unser allzeit bekannter Helmut Weitze, militärische Antiquitäten, ist auch mit am Start, hat einen eigenen Stand. Möchtet ihr den Herrn Helmut Weitze kennenlernen, kommt einfach zur Börse nach Wilges. Ganz nebenbei, ich habe auch mit der Kölner Sammlergemeinschaft einen Stand auf dieser Börse. Ihr werdet mich dort auch finden. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Exponate, wenn ihr Zielfernrohre habt, könnt ihr gerne mitbringen. Ich werde mir die anschauen, sage ich dort das ein oder andere zu euren Zielfernrohren was. Gerne kommt vorbei, trefft mich dort, würde mich sehr freuen. Also wie gesagt, recht herzliche Einladung an alle Interessenten und alle Sammler und die sich dafür interessieren. Auch hier kann man natürlich auch sich kulturhistorische Dinge anschauen. Sehr schön gemacht, ein hohes Niveau, eine der schönsten Börsen, wenn nicht überhaupt die schönste, die im Moment noch in Deutschland stattfinden. Wie gesagt, Einladung von mir und mit Sicherheit auch vom Christoph Schäfer. Danke, wir würden uns freuen, wenn ihr alle kommt. Ja, meine Lieben, jetzt sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich darf mich recht herzlich bedanken, dass ihr noch mal bis zum Schluss bei meinem Video dran geblieben seid. Auf meinem Kanal bekommt ihr immer wieder neuen Content. Bleibt dabei, schaltet ein, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ich werde euch immer wieder mit den neuesten Informationen informieren. Ich freue mich auf jeden, den es interessiert. Die nächste Woche, bleibt gesund, wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Volker.